Ja, wieder ein Tag, nicht vom Feinsten, sondern vom, ehrlich gesagt, beschissensten. Ja, ein Wintertag, 2 Grad minus, Nebel, feucht, kalt, kein Schnee in Aussicht, die Landschaft schmutzig, versifft, schlammig, kein Wetter zum Fahrradfahren, kein Wetter zum Wandern. Aber wir werden mal schauen, was wir trotzdem auf die Reihe kriegen. Jetzt erstmal werde ich ein Welpengatter aufbauen für den Sommer, falls das Gatter noch tauglich ist. Denn, muss ich kurz erzählen, im Jahr 2014 haben wir hier im Hohen Westerwald mit unserer Hündin Fly ein Welpenprojekt durchgezogen mit 8 Welpen, waren die Wochenenden immer hier und hatten mit unserem Sprinter-Campingbus hinten ein Fahrradträger, da kam die Welpenkiste, die Wurfkiste drauf. Und dann sind wir jeden Freitag hier in den Westerwald, montags wieder zurück nach Geisenbach im Spessart zum Arbeiten, zum Unterrichten in den diversen Schulen. Und 2014 machte ein Schulkollege, Reinhold Hein, mit dem ich jahrelang auch auf Kanutouren unterwegs war mit Schülern, der machte ebenfalls ein Welpenprojekt gemeinsam mit seiner Tochter, die damals die Absicht hatte, eine pädagogische Ausbildung zu absolvieren zum Einsatz von Therapiehunden in der Schule. Und wir haben damals Reinhold Hein und seiner Tochter das Welpengatter ausgeliehen. Dort stand es jetzt bis 2022 bei Reinhold Hein in der Garage. Und jetzt soll die Garage abgerissen werden. Und da kam der Anruf, hier ist immer noch euer Welpengatter, braucht ihr das noch? Und Samira hat das jetzt mitgebracht. Und ich bin gespannt, ob es tatsächlich nach all den Jahren noch brauchbar ist. Und vor allen Dingen noch die entscheidenden Zusammensteckverbindungen hat. Tja, hier ist das Gatter drin. Samira hat es gut hier in den Westerwald geschafft, gut gesichert. Und ich sehe gerade, das Gatter ist zwar von der gleichen Herstellerfirma, aber hat ein Scharniersystem, wo es die Zusammenhaltestangen gar nicht benötigt. Ding ist noch in Ordnung und gleich werde ich es aufbauen. Aber vorher gepflegt frühstücken. Ja, wer sich wundert, was dieser alte VW-Bus T4 hier auf unserem Basecamp-Einfahrtsplatz so schepp steht, das ist keine Neuanschaffung, sondern dieser Campingbus gehört der YouTube-Followerin Nelly, die hier mit ihrem Welpen Lakota ein paar Tage im Hohen Westerwald genießen will. Ob das gelingt, wird sich noch zeigen. Nicht auf Kommando. Nein, auf Kommando kann die Frau nicht lachen. Ist aber auch wurscht. Hier, heute Morgen ein geiles Frühstück. Nelly hat schon gefrühstückt, ihre Keks in ihrem T4 heute Morgen um 6 Uhr bei minus 2 Grad und Frostwächter. Also die Keks waren nicht gefroren. Und ihr Hündchen, Lakota, die erfriert niemals im Leben. Die hat dermaßen viel Power, die läuft auf der Stelle, wenn es sein muss. Yeah.
Hey, du kannst doch nicht fliegen. Noch sagen wolle, in unserer privaten Welpenschule Spezial lernen die Welpen auch frühzeitig, sich anständig am Frühstückstisch zu benehmen, nicht über alles herzufahren, sondern ganz diszipliniert. Ja, ich sehe, Lakota braucht da noch Schulung. Sie sitzt nicht richtig. Und Ava sitzt zum ersten Mal an einem Frühstückstisch und kriegt da sogar ein Stückchen Brot. Mal gucken, wa? Was hältst du davon? Findest du geil? Okay. Also, Hunde sind auch nur Menschen und sie brauchen einfach eine angemessene zivilisatorische Erziehung. Die können ja nicht einfach da rumfressen, wie sie wollen. Die müssen schon angenehm bei uns am Frühstückstisch sitzen. Ich erinnere mich, unsere Hündin Fly, da war sie 7 Monate alt, saß mit uns auf dem Kaunertaler Gletscher in unserem gelben Sprinterbus fein säuberlich am Tisch und hatte die gleiche Schüssel wie wir. Wir haben Müsli gefuttert. Und sie auch. Genau. Fand sie damals gar nicht zum Kotzen. Scheißerei bekam sie auch nicht. Okay, jetzt noch ein Foto. Was geht Schlag auf Schlag? Hast du schon Tee? Hast du neue? Langsam. War in Benutzung 2014
Und Fly hat in diesem Gatter ihre 8 Welpen mitbetreut, mit aufgezogen. Und ich möchte wetten, auch nach diesen 8 Jahren erkennt sie dieses Gatter noch, riecht es, erkennt es, sieht es und wird auch im Laufe dieses Frühjahrs und Sommers mit Ava ab und zu sich in diesem Gatter aufhalten, wenn hier Menschen unterwegs sind. In diesen Wintertagen 2021 am 26. Januar 2022 mutiert unser Vorzelt auch zum Homeoffice-Büro für Samira, die hier ihren Unterricht und ihre Unterrichtsbesuche im Rahmen ihrer Lehrerausbildung an der Berufsschule Wetzlar vorbereitet, absolviert und sich dabei auch noch wohlfühlt. Denn hier ist sie trotz intensiver Kopfarbeit auch immer hautnah an der Natur. Ja, es ist schon wichtig, dass man weiß, wie das funktioniert, im Winter in einem Wohnwagencamp zu leben. Zu leben. Und wir leben hier. Samira und ich leben hier freiwillig. Samira hat auch eine schöne, warme, beheizte WG-Wohnung in Gießen. Aber dort hat sie A, aktuell kann sie keine Hunde halten. B, braucht sie ewig, bis sie im Wald ist. Und C, wenn man hier den Westerwald liebt, dann hält man sich auch hier auf, wenn es ein bisschen unbequemer ist. Aber in Wirklichkeit ist es das gar nicht. Hier im Vorzelt ist jetzt eine coole Heizung. Die macht das Vorzelt richtig gemütlich warm. Ich könnte auch hier im T-Shirt sitzen. Und ich glaube, Samira sitzt fast im T-Shirt hier. Nein, sie hat über dem T-Shirt noch eine Wolljacke drüber. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Aber sie hat keinen Skianzug an. Und ich schätze mal, es ist hier gerade 23 Grad plus. Ganz nett aus. Die Bäume können auch weiter krachen, deswegen mit Vorsicht. We stand in the moonlight. River flow, and God walked through the garden. A mist came falling down to the ground. I watched it all with no obligation. Traveler. Hier geht's rein. With all the baggage of our days and years, where life's carriers to the next unborn, and I'll carry you till this great race is over. This is your sister. This is your brother. This is your mother. Not somebody's dream. And all our lifetimes drifted through
place of moment where all was certain. Travelers on an old road. Ja, heute Morgen schreibt mir ein langjähriger YouTube-Follower, YouTube-Freund, dass er es ganz cool findet, dass uns jeden Tag was einfällt. Da habe ich mir so im Stillen gedacht, uns bleibt auch echt nichts anderes übrig. Uns muss was einfallen, sonst sind wir reif für die Klapse. Denn im Westerwald dümmlich in der Gegend rumsitzen, sich den Arsch abfrieren, zu Tode langweilen und irgendwelchen Corona-Follower-Scheiß in die Birne zu ziehen, das ist, müssen wir vermeiden. Und deshalb ziehen wir jetzt wieder durch den Urwald, durch unseren Morschwald.
Ja, ich weiß, du willst nur losdüsen, geht hier nicht.
Ja, was hier aussieht wie Tierquälerei, nämlich unser Welpenhündchen Ava im Rucksack an einen Baumast zu hängen, das ist keine Tierquälerei, das ist Tierschutz. Denn hier solche morschen Fichtenwälder mit umgestürzten alten Bäumen, das ist hochgradig gefährlich für Welpen. Wenn die hier rumdüsen, können sie sich schnell an abgebrochenen Astteilen, die scharf sind wie Messer, aufspießen. Ja, so alte Hunde wie Fly, die düsen jetzt nicht hier rum und spießen sich auf. Die kauen ein bisschen rum an diesen Ästchen, so wie so eine Art Kauknochen. Der ist aber ziemlich fett, Fly. Nicht rausfallen. Sie ist am Karabiner gesichert mit dem Zuggeschirr. Erwähnen wollte, dieser edle Rucksack, wo unsere Hündin Ava drin sitzt, das ist kein sündhaft teurer Dock-Rucksack, extra angefertigt für Ava-Welpen. Nee, das ist mein Kamera-Rucksack von der billigen Sorte, hat nur 30 Euro gekostet und ist allen Lebenssituationen jetzt schon längere Zeit gewachsen. Bilden wir uns ein, dann muss es erweisen. Sägespäne, die hat irgendjemand sich ein Feuerchen gemacht.
Ja, für die Welven Ava und Lakota ist das hier im Moment Neuland. Und sie haben hier sicher eine Menge neuer Gerüche in der Nase. Und auch ein Gelände, wo sie schon genauer hinschauen müssen, damit sie sich nicht irgendwo aufspießen. Ich habe keinen Bock zu trinken. In dir selbst die Macht, es ist dein Geist, der deine Welt erschafft. Aus einem Tropfen Weisheit wird ein Meer gemacht. Und der mächtigste Gedanke wird im Herz gedacht. Spirit, entflamm den Glanz auf dunklen Wegen. Aus Gedanken und Gefühlen springt die Macht in unserem Leben. Vergib jedem seine Schuld und du erschaffst deinen puren Segen. Alles zu verstehen bedeutet alles zu vergeben. Im Bestreben Glück und Frieden außerhalb zu finden, sucht man überall, aber schaut fast nie nach innen. Blick in dich, folg der Liebe und bewahr das Licht. Sie ist ein Antiseptikum gegen mentales Gift. Du hältst das Licht in deinen Händen, denn das Königreich des Glücks befindet sich im eigenen Denken. Es ist entscheidend, dass sich Gutes in Gedanken formt, denn auch ein Mammutbaum entsteht aus einem Samenkorn. Spirit, find in dir selbst die Macht. Das ist dein Geist, der deine Welt erschafft. Aus deinem Tropfen Weisheit wird ein Meer gemacht. Und der mächtigste Gedanke wird im Herz gedacht. Spirit, find in dir selbst die Macht. Das ist dein Geist, der deine Welt erschafft. Aus deinem Tropfen Weisheit wird ein Meer gemacht. Und der mächtigste Gedanke wird im Herz gedacht. Der Weg Richtung Himmel ruht auf reinem Vertrauen, folgt dem Gipfel und träum niemals einen kleinen Traum. Denke groß, fühl die Stärke und beschließ deine Wahl, lass dann los, versetz Berge und sieh durch das Tal. Mal Gemälde aus Gedanken und erkenn deine Vollkommenheit, durchdring die Schatten der noch nicht geborenen Zeit. Entwirf große Visionen, setz einen Fuß in das Licht, folg dir selbst und was du suchst, findet dich. Der Glaube an dich vertreibt Angst und die Leere, verleiht glanzvolle Stärke und erschafft große Werke. Auch der kleinste Keim gedeiht und treibt mit Kraft durch die Erde.
Der Geist erschafft die Materie. Du hältst das Licht in deinen Händen. Denn das Königreich des Glücks befindet sich im eigenen Denken. Es ist entscheidend, dass sich Gutes in Gedanken formt. Denn auch ein Mammutbaum entsteht aus einem Samenkorn. Spirit, find in dir selbst die Macht. Das ist dein Geist, der deine Welt erschafft. Aus deinen Tropfen Weisheit wird ein Meer gemacht. Und der mächtigste Gedanke wird im Herz gedacht. Spirit, find in dir selbst die Macht. Das ist dein Geist, der deine Welt erschafft. Aus deinen Tropfen Weisheit wird ein Meer gemacht. Und der mächtigste Gedanke wird im Herz gedacht. Es ist egal, ob der Wind dreht. Es sind stets nur die gesetzten Segel, die uns sagen, wo es hingeht. Du findest den Weg blind zu Kisten voll Gold. Nicht Erfolg bringt dir Glück, sondern Glück, den Erfolg folgt dem Himmel. Auch wenn du schreist und fällst. Und vor allen Dingen, sei du selbst. Lausch der Stille und erwache mit all deinen Sinnen. Denn alle Macht kommt von innen. Du hältst das Licht in deinen Händen, denn das Königreich des Glücks befindet sich im eigenen Denken. Es ist entscheidend, dass sich Gutes in Gedanken formt, denn auch ein Mammutbaum entsteht aus einem Samenkorn. Spirit, find in dir selbst die Macht. Das ist dein Geist, der deine Welt erschafft. Aus deinen Tropfen Weisheit wird ein Meer gemacht. Und der mächtigste Gedanke wird im Herz gedacht. Spirit, find in dir selbst die Macht. Das ist dein Geist, der deine Welt erschafft. Aus deinen Tropfen Weisheit wird ein Meer gemacht. Und der mächtigste Gedanke wird im Herz gedacht.